Ja, da sind wir wieder und diesmal schauen wir uns mal hier ein bisschen um, was wir hier so gefunden haben. Wie schon gesagt, diese Dinger hier sind Unterschlüpfe, sind immer Speichermöglichkeiten. Hier haben wir auch wieder Agro-Viecher. Warum sind hier so viele Agro-Viecher? Schrecklich. Beziehungsweise, wo sind sie? Ich sehe sie ja nicht mal. Ah. Ja, jetzt habe ich. Hier ist alles Agro. Ich habe das Gefühl, dieser ganze Planet ist sehr feindlich. Was ich hier noch alles entdecken kann. Unglaublich. Es ist einfach Wahnsinn, was man alles entdecken kann. Und dass mir das. Also, ich spiele es ja jetzt schon relativ lange. Es fällt mir gerade erst auf. Dass man natürlich auch die Pflanzen scannen kann. Und was weiß ich nicht was. Und. Ist einfach. Ich finde es schon überwältigend. Für so ein Minigame. So, hier hätten wir wieder. Wärmeschutz stabilisiert sich. Ah, ja, unser Wärmeschutz geht so langsam runter. Das heißt, hier, wir haben so einen Energiekanister. Technologie aufgeladen. Die spammen meistens immer nur das Inventar voll. Technologie aufgeladen. Deswegen benutze ich die meistens. Ah ja, wir brauchen einen Chip. Das wollte ich eigentlich machen. Produkt hergestellt. So, wir suchen gleich nochmal nach einer Übertragung, oder? Nee, nach einem Unterschlupf, genau. Ich wollte nämlich noch sehen, ob ich meinen. Wir haben sogar nur einen Unterschlupf entdeckt. Und zwar diesen hier. Hä? Hat das mir noch nie passiert? Bescheuert. So, haben wir. Ist bereits bekannt. Ja. Ich finde immer nur bereits bekannt. Mittlerweile kenne ich's. Temperatur stabilisiert sich. Die ist neu, das ist mal schön. Wir haben mal was Neues gefunden. Aber auch da würde ich sagen, es lohnt eigentlich am Anfang nicht, diese Technologien in seine Sachen reinzubauen. So, Ziel erreicht. Sonst haben wir das die ganze Zeit auf dem Scanner. Ich persönlich warte damit jetzt, bis ich ein halbwegs gutes Multitool habe. Temperatur stabilisiert Da ich leider im Moment mein Multitool noch nicht das Beste ist. stabilisiert sich. So. Und hier, das ist auch sehr nett. Hier hat man so kleine Rätsel. Es sind entweder Zahlen rein oder es sind. Ja, ihr müsst immer gucken, wie komme ich von dem aufs nächste. Und dann die richtige Antwort wählen. Und ihr seht, von 80 auf 71 sind 9, von 71 auf 63 sind 8, von 63 auf 56 sind 7 und von 56 müssten ja dann 6 sein, müsste dann 50 sein. Also ein bisschen Kombinationsgabe für Zahlenreihen und das läuft. Zweite Möglichkeit ist, es kann eine Reihe sein, wo eine Zahl fehlt. Also ihr habt zum Beispiel hier 1, 2, 3, 4 jetzt vereinfacht und als Antwort habt ihr, ihr habt da 1, 2, 3 stehen und als Antwort habt ihr 1, 4 und 2 stehen. Also sprich, zwei Zahlen sind dieselben und kommt nicht vor und die ist es dann. Ich hoffe, das war verständlich. Ansonsten, vielleicht finden wir ja noch was. So, ich habe hier auch noch einen Typen, mit dem ich. Oh, da ist ein abgestürztes Schiff. Wir haben ein abgestürztes Schiff gefunden. Seltenes Isotop verwenden, 50 Plutonium. Er sagt irgendwas von Plutonium. Verhalten melden. Ich nehme mal Seltenes.
Das war die falsche Antwort. Immer wenn man die falsche Antwort macht, kriegt man Damage. Ja, ist ja kein Problem. Nee, es war, glaube ich, nur mein Schild, was, ja, geheilt bin ich. Naja, egal. Man kann nicht immer das Richtige nehmen. Temperatur stabilisiert sich. Ja. So, wir haben ein Schiff gefunden. Das ist schön, dass ich das auch noch zeigen kann. Ist ja wunderbar. Kommt ja alles richtig. So, wir heben ab. Komischerweise hat er mir jetzt nicht gesagt, wie viel Treibstoff ich noch hatte. Hui. So, Ankunft in einer Stunde. Das ist lange. Und so brauche ich nur 16 Minuten. Das ist ja nichts. Ah, guckt mal. Hier ist ein noch so ein Lager. Und ich werde jetzt kurz raus und speichern und dann zu diesem abgestürzten Schiff fliegen und dann wieder einschalten, weil ich sag ja, die Wege sind doch ein wenig ja, länger. Und hier haben wir zum Beispiel eine Zubetür. Das könnten wir auch noch zeigen. Ich hoffe, ja, im Moment ist das Problem, ich habe keine Waffe. Man muss sich nämlich eine Waffe bauen. Zum Beispiel hier diesen Blitzwerfer. Dafür bräuchte ich noch Eisen. Eisen kriegt man überall her. Hier, Steine. Da ist noch ein Besen. Habe ich das schon? Ja, das habe ich schon. So, Blitzwerfer. Technologie installiert. Und dann kann man mit X, kann man zwischen dem Bergbau und dem Blitzwerfer hin und her schießen, hallo, hin und her switchen. Und wir haben hier schon eine Drohne und die wird gleich sauer werden, weil ihr seht, diese Tür ist stahlverstärkt. Und um die aufzukriegen, muss man da drauf ballern. Warnung. Wächterkampfeinheit im Einsatz. Ich weiß. Und ihr müsst dieses Ding auch selbst reloaden mit R. So, und jetzt haben wir schon Besuch. So, wo ist der nächste? Da. Die machen jetzt nicht unheimlich viel Schaden. Es ist auszuhalten. So, aber sie verlieren diese komischen Kisten. Und damit kann man dann, da kann man auch Sachen drin finden. Ihr habt gerade gesehen, ich habe da so ein Modul gefunden. Wofür die jetzt alles sind, da kenne ich mich einfach noch nicht so gut aus. Technologien kann man mein Gott. Auch drin finden, aber leider kennen wir die schon. So, und eigentlich müssten jetzt wieder welche kommen, ja. So. Solange sie noch so weit weg sind. Und ihr seht, man kriegt auch eine ganze Menge Titan dadurch, dass man die umhaut. Bereits bekannt. Das kann ich irgendwie nicht nehmen. Bereits bekannt. Mann, deprimierend. Ah, die waren's. Auch bereits bekannt. Na dann. Ich sag ja, von diesen Rezepten findet man unheimlich viele. So, da haben wir unser Viking-Ansehen verbessert. Wir haben das Wort für Gamma gelernt. Oh, wir haben einen Reisemeilenstein erreicht. Was haben wir denn erreicht? Bestimmt irgendwas mit der Sprache, oder? Nein, wir haben 40 Wächter zerstört. Und ein, na, mal wieder bekannt. Wer hätte es gedacht? So, und auch hier haben wir wieder so eine Möglichkeit, irgendwas zu finden. Eine Liste mit militärischen Errungenschaften.
Kriegerentlohnung, ich sende die mal. Das war anscheinend richtig. Wir haben ein neues Multi-Werkzeug mit 13 Plätzen. Wir haben eins mit 14 Plätzen. Ganz toll. Das war ja super. Warum gehe ich nicht in diese anderen Teile rein? Weil ich brauche dafür diese so Pässe. Ich brauche Pässe, um da reinzukommen. Und das Problem ist, die kann ich noch nicht herstellen. Da müsste ich die Story noch weiterspielen. Das habe ich bisher noch gar nicht getan, weil ich im Moment erstmal Geld zusammenkratzen wollte, um mir ein Raumschiff zu kaufen. Das hatte ich auch getan, habe aber kein Raumschiff gefunden, was so nett ist, was gut aussieht, sondern nur hässliche. Ich will kein hässliches Raumschiff fliegen, ich will ein nettes Raumschiff fliegen. Ja, das war der Grund. Aber vielleicht, das tut's ja auch. Oh, wir haben noch einen Reisemeilenstein erreicht. Der Wandersmann. Ihr seht, ich bin schon ein ganzes Stückchen gelaufen. Das tut man auch bei dem Spiel. Aber, wie schon gesagt, ich würde jetzt zu diesem Raumschiff fliegen und dann gleich wieder einschalten. Bis gleich. So. Wie ihr seht, da sind wir. Und da ist das abgestürzte Schiff. Es sieht nicht so prickelnd aus. Upsala. Das ist der falsche. Bisschen Plutonium mitnehmen. Kann nie schaden. So, und hier haben wir zum Beispiel so eine Sache. Da seht ihr ja, Trümmer ist ein Atlaspass nötig. Den kann ich noch nicht craften. Ich kann keine Atlaspässe craften, insofern kann ich dazu leider überhaupt nichts sagen, was in den Dingern drin ist. Hier haben wir nochmal eine Technologie, die wir natürlich kennen. Was auch sonst. Und wir können das Licht an- und ausmachen. Das ist doch sehr schön. Hier haben wir immer ein Notrufsignal, das ist immer ganz witzig. Lebenserhaltungssystem, Energie niedrig. Als ich das Schiff betriebe, werde ich von einem Haufen militärischer Multiwerkzeuge betrübt, die offensichtlich vom entsprechenden Regal gefallen sind. Sie zischen und sprühen Funken. Technologie oder ein Multiwerkzeug ausprobieren. Eins ausprobieren. Aha, das bleibt funktionstüchtig, aber ich kriege Damage. Vergleichen 16 Plätze. Wir haben 14 Plätze. Das ist doch, na hallo. Sehr schön. Das ist doch mal Improvement. Ich brauche aber noch Eisen für meinen Scanner. Eisen ist ja überall. Ich mache die jetzt mal nicht kaputt, damit die Wächter nicht kommen. So, haben wir genug? Nein, wir brauchen noch 7. Ups. So viel dazu. Technologie installiert. So. Damit hätten wir wieder ein besseres Multiwerkzeug. 16 Plätze ist ja richtig cool. So, und dann gucken wir mal. Jetzt wollen wir endlich mal wissen, was das Schiff hier so kann. 18 Plätze hat das. Und ihr seht, kaputt, 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 kaputt. Auch beide kaputt. Wir können das vergleichen und das hat einen Platz mehr. Und das mache ich nicht. Auch wenn es jetzt for free wäre, die Arbeit, die ich da reinstecken würde, oder müsste für einen Punkt mehr, ist, finde ich, sinnlos. Da kaufe ich mir doch lieber ein Schiff, was irgendwie schon 24 Plätze hat oder 23. Dafür habe ich nämlich genug Geld. Und anstatt jetzt hier so ein schrottes Schiff klar zu machen, das lohnt sich nicht. Leider, leider. Wärmeschutz stabilisiert sich. Ich glaube auch, man findet immer, ich habe immer nur eine Stufe besser Schiffe gefunden. Das ist so ein bisschen schade.
Und da hätten wir noch eine Landeplattform. Ich würde euch gerne noch mal kurz, ich meine, den Ressourcenabbau, den hat man ja mitgekriegt. Da habe ich ja gerade eben schon ein bisschen mit meinem Multi-Werkzeug auf Dinge rumgeschossen. Aber das Problem ist, hier gibt es nur Iridium. Das sagt, ich will kein Iridium, weil Iridium ist billig zu verkaufen. Es lohnt sich nicht. Ansonsten, ich kann auch noch mal auf meinen Goldplaneten zurückfliegen. Aber hier gibt es eigentlich auch Gold. Das Schöne ist, ich finde immer diese Höhlen, die ihr seht, man kann da teilweise wirklich richtig rein. Die sind weitläufig und ja, da, das ist krass. Was bist du? Das scheint mir nur so ein Technologieding zu sein. Ja, und ihr seht, beim Fliegen hakt es leider doch schon noch ein wenig. Oh, da haben wir was. Da ist Jolt. Weil er einfach wahrscheinlich zu viel berechnen muss. So. So, geben wir ihm mal ein paar Sekunden. Wie schon gesagt, OBS braucht halt auch Prozessor-Power. Dieses Spiel braucht viel Prozessor-Power. So, und ihr seht, ihr könnt dann einfach fröhlich bei so einem Goldbrocken. Normalerweise ist das Gold, was man am Anfang findet, nicht so viel. Ich habe jetzt Glück gehabt, ich bin in dem System. Da gibt es einen Planeten, da sind super viele von diesen Riesengoldbrocken hier drauf. Das ist ja hier so ein, der ist mini gegen den auf dem anderen Planeten. Also solltet ihr jemals über einen Planeten stolpern, der Goldi heißt, fliegt mal runter. Da gibt es echt. Ich wollte das System auch sogar noch nach Gold benennen, aber das Problem ist, ich habe das andere System so benannt, deswegen mag das vielleicht ein bisschen verwirrend sein. Aber es ist daneben. Die Galaxie, nee, das System heißt ganz nach Stargate-Manier Pegasus. Und obwohl das ja eine Galaxie war, nicht ein System. Und die, ja, der Planet heißt Goldi. Dich will ich auch noch. Ja, diese in der Luft schwebenden Goldstücke sind doch schon wenig, naja. Andererseits, das ist, ne, ich sag nochmal, dieses Spiel nimmt so wenig Platz weg. Es ist so faszinierend, wie viel dahinter steckt. Ist schon unglaublich. Und wir graben. Teilweise kann man die sogar unter den Goldblöcken noch weiter graben. Da gehen die Goldadern noch tief, tief in den Boden rein. Ich weiß nicht, ob das hier so ist. Wärmeschutz stabilisiert sich. Ja gut. Ihr habt natürlich eure Lebenserhaltungssysteme, die nehmen natürlich ab. Da müsst ihr zusehen, dass ihr dann ein bisschen Das Interessante ist, dass ich überhaupt kein Gold sammle. Also er zeigt es irgendwie nicht an. Naja, egal. Damit hätten wir den Block auch abgebaut. Und wie schon gesagt, das war jetzt relativ wenig. Teilweise könnt ihr wirklich tief, tief in den Boden graben, was ich so geil finde. Vielleicht zeige ich das auch nochmal bei einem anderen Block. Und flieg vielleicht noch mal zu dem anderen Planeten hin.
Das wäre auch vielleicht nicht falsch. Aber so, wir wollen jetzt erstmal hier von dem Planeten hier runter. So, und aus irgendeinem Grund hat er uns direkt in die Atmosphäre gebracht oder außerhalb des Planeten. Das finde ich auch super, sehr nett von ihm. Danke, danke. Und ja, das wollte ich auch noch sagen. Ach, das ist die falsche Waffe. Zack. Hier in solchen kleinen Dingern kriegt ihr Tanium zuhauf. Upsala. Bin ich zu weit weg noch. Die gehen. Und wie ihr seht, man kriegt relativ schnell relativ viel zusammen. Aber das Zeug kostet auch nichts. Ist deswegen. So, jetzt meine ich, es gab hier eine Raumstation. Ich weiß noch nicht mehr, wo sie ist. Da kriege ich sie angezeigt. Da, tada. 7 Stunden. Das dauert mir zu lang. Da aktivieren wir jetzt den Impulsantrieb, für den man übrigens dieses Tamium braucht. Ihr seht, statt Stunden dauert es jetzt nur noch eine Minute. Und da sehen wir auch schon einen Planeten, den ich entdeckt habe. Da hinten seht ihr einen Planeten, das ist, glaube ich, Goldi da. Ich bin mir nicht sicher. Kann man draufklicken. Ja, das ist er. Wow. Man muss noch mal kurz ein bisschen stoppen. Na gut, man muss nicht direkt auf der Raumstation sein. Aber Entfernung im Weltall, da macht ein Zentimeter schon eine ganze Menge aus. Merkt man auch beim Landen, wenn man versucht, so auf diesen Plattformen zu landen und so. Ja, und wie schon gesagt, hier oben erinnert es mich doch ganz stark an Elite, außer halt das Steuersystem. Bei Elite musste man ja eine halbe Stunde vorher irgendwo, bevor man irgendwo ankam, bremsen. Das muss man hier glücklicherweise nicht. Das macht er automatisch. Und da sehen wir schon die Raumstation. Ich hoffe, ich fliege jetzt nicht direkt vorbei. Nein, tun wir nicht. Könnte noch ein bisschen Gas geben hier, dann geht's schneller. Obwohl er fliegt schon relativ schnell. Und hier müsst ihr auch nicht wirklich landen. Irgendwann einfach in den Strahl rein und ihr landet automatisch. Und die sind recht einfach gehalten, die Stationen, aber ich finde, es ist auch in Ordnung. Es ist halt so ein Mix aus X Beyond the Frontier, würde ich sagen, also diesen ganzen X-Teilen. Beyond the Frontier ist ja nur einer, Extension, was weiß ich nicht was, und Elite. Das wäre so, glaube ich, die passendste Zusammensetzung. Und dann kann man hier oben. Wer braucht schon Treppen? So, zack. Kann man hier rein. Und bei dem Typen war ich schon. Immer wenn man mit denen neu reden muss, muss man ja hier Kohlenstoff und so, ne? Dann können wir hier mit dem galaktischen Markt wieder interagieren. Wir könnten zum Beispiel unser Gold verkaufen. Das machen wir einfach mal ganz schnell. Muss es zeigen. Zack. Inventar. Da müsst ihr gucken. Exo oder Raumschiff-Inventar. Es sind zwei unterschiedliche. Und hier ist unser Gold. Und ihr seht, 170 kriege ich schon 33.000 Units für. Also es lohnt sich definitiv. Vor allem, wenn man auf einem Planeten ist, wo man halt mehr Gold abdingsen kann. Hier hätten wir zum Beispiel auch eine Tür. Und ihr seht, Atlas Pass Version 3 nötig. Haben wir auch noch nicht. Also, da muss ich noch gucken, wie ich an die rankomme. Das werde ich auch versuchen irgendwie. So, und hier ist, wow, wir haben hier sogar ein Raumschiff, was gar nicht mal so schlecht aussieht, oder? Das sieht ganz cool aus. Wie viele Plätze hast du denn? Ja, wir verstehen Krieger. Er ist bereit zu handeln. Wir gucken mal. Er will 1,1 Mille für 22 Plätze. Das ist schon relativ cool. Das wären 5 Plätze mehr, als ich habe. Und die 1 Mille haben wir. Ich lehne es jetzt nochmal ab. Ganz einfach aus dem Grund, es werden jetzt noch mehrere Raumschiffe hier hinkommen. Aber es ist zu bedenken, es kommen, glaube ich, immer nur dieselben Schiffe desselben Typs.
Also wenn ihr alle irgendwann mal, der hebt jetzt ab, aber der wird irgendwann wieder hier auf der Raumstation landen. Deswegen habe ich es mir jetzt nicht sofort gekauft. Ich will mir jetzt einfach mal angucken, was so alles auf diese Station kommt. Und dieses Ding sieht auch ganz nett aus, wenn ich ehrlich bin. Sogar fast besser, oder? Das sieht ganz cool aus. Aber es ist bestimmt mies. Guck mal. Vom Corporal. Ist wie bei Skyrim. Kann man auch immer hin und her schieben. 20 Plätze. Ist natürlich schlechter. Das will ich nicht. Ich will kein schlechteres. Vor allem, wenn ich mir ein besseres kaufen kann. Da kommt es nämlich schon wieder. Ach nee. Das ist noch eine andere Form, aber das sieht doof aus. Das will ich nicht. Naja. Ich würde sagen, wir machen ja auch erstmal Feierabend. Und ich kaufe mir ein Schiff und wenn ich eins habe und ja, dann mal schauen, wo ich mich dann wieder melde. Das war erstmal hier Logbuch Tag 1 eines Piloten und Tag 2 wird auch noch kommen. Bis denn. Habe ich gesagt, es kommen immer dieselben. Es kommen immer dieselben. Aber dieses eine Schiff, das kommt nicht wieder. Ich stehe hier schon eine Viertelstunde. Hört nicht auf das, was ich sage. So ein Scheiß.